Hallihallo und willkommen zur 18. Folge des FIFA 14 Road to Glories. Und ja, heute starten wir die Episode mal wieder mit unserem Fitness aka Skill Team. Denn das Bundesliga-Team brauchte mal wieder ein bisschen Pause und nach der letzten 3-4 Niederlage hatte ich auch nicht sonderlich Lust, direkt noch ein Spiel mit denen zu machen, möchte ich zugeben. Denn die Niederlage war ja schon etwas bitter, würde ich mal behaupten. Und von daher, ja, wieso nicht einfach zu unserem zweiten Team wechseln, was ja ähnlich ordentlich ist. Und wir kommen tatsächlich in der ersten Pokalrunde, diesmal sind wir im Pokal gegangen, gegen dieses Team hier. In vom Bentner, in vom Kalou, Menez, Jordi Alba, Bartstuber, Piqué, Basali, Abate, Machetti, was weiß ich, was der da geplant hat. Es muss ja nicht heißen, dass er, also vielleicht weiß, ist er einfach neu bei Ultimate Team, weiß ja nicht, dass er ein schlechter FIFA-Spieler ist. Allerdings hat er keine Lust gehabt, gegen mich zu spielen. Nachdem ich ihn ein paar Mal ausgetrickst hatte, hat er gemerkt, dass er wohl nicht zu viele Chancen haben sollte. Wieso auch immer, weiß ich nicht. Auf jeden Fall geht er raus und wir müssen direkt in die nächste Partie im Pokal. Also wieder Runde 1, hat sich ja nichts geändert. Und diesmal kommen wir gegen dieses Premier League Team in der 4-4-2 Nummer 2 mit Sturridge und Kone vorne. Auch beides sehr, sehr starke und schnelle Spieler natürlich. Die einem schon Probleme machen können, wenn es mal hart auf hart kommt, ne? Unsere erste Chance dann über Scocco, der Ball kommt zu D'Alessandro und den darf er gerne mal mit seinem linken Fuß verwandeln, also die Riesenchance nach gerade mal 2 Minuten vergeben. Aber, ja, es war eine Partie, die sollte deutlich auf Augenhöhe sein, als ich geglaubt habe, dass es die andere sein würde gegen dieses Fünfer-Formationsteam. Da hatte ich eigentlich schon so mit einem halben Sieger gerechnet. Und hier hatte ich dann doch das Gefühl, dass es etwas problemreicher sein könnte. Denn nach 4 Minuten steht es, oder 5 Minuten steht es, 1-0. Sturridge, na klar, mit einem Abpraller-Tor, die wirklich immer noch so stark sind wie letztes Jahr. Da hatte man ja auch gesagt, dass die schwächer werden, aber gut, sind immer noch so stark wie letztes Jahr. Masuku da mit einem klasse Dribbling gegen 1, gegen 2, gegen 3 und dann liegt er am Boden und es gibt den Elfmeter. Richtige Entscheidung, würde ich mal sagen. Auch wenn es nicht sonderlich skillreich war, geht er hier vorbei am Gegenspieler, der bringt ihn zu Boden und es gibt Elfmeter. Costa tritt an, es fängt wieder an zu laggen, aber das war diesmal nicht ganz so schlimm, denn er verwandelt ihn zum 1-1 und wir waren wieder drin in der Partie. De Gea hatte die Ecke geahnt, aber konnte ihn letztlich nicht halten, denn er war zu gut geschossen. McGinnie dann hier für Scocco, aber wieder De Gea im Tor, der verhindert, dass wir treffen, genau wie den Nachkopfball von McGinnie, den er parieren kann. Wieder McGinnie dann am Ball, der mit der klasse Übersicht für Scocco und der hat jetzt alle Zeit der Welt und wird einfach viel zu langsam. Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber egal, der Fehler mit vom Gegner und in der Mitte steht diesmal Masuku. Kein schönes Tor, aber das war mir relativ egal. 44. Minute, der 2-1 Führungstreffer. Und eine Chance hatten wir noch in der ersten Halbzeit über Jolly, der hier Valencia entwischt. Aber der Abschluss dann, naja, müssen wir nicht weiter drüber reden, war nicht so das Gelbe vom Ei. Ging er dann mit seinem zweiten Vorstoß aufs Tor. Valencia mit dem schönen Chop in die Mitte, da hat er mich genatzt. Und schon steht es 2-2. Zweiter Torschuss. Trotzdem fand ich das Tor scheiße, denn eigentlich hatte ich den Pass auf Valencia schon intercepted, würde ich es fast behaupten. Denn ich bin in den Pass reingelaufen und dann hat er ihn einfach mal nicht mitgenommen, sondern ist einfach vorbeigelaufen. Aber gut, ich hatte erst nächste Gelegenheit. Wieder auf der anderen Seite. Dritter Torschuss. Fellaini gehalten. Vierter Torschuss. Tor. Ja. 3 Chancen, 3 Tore für den Gegner. Nicht allzu erfreulich für mich. Aber wir wollten uns noch nicht geschlagen geben. Es war der Pokal und im Pokal ist ja bekanntlich alles möglich, ne? Und dann ist es McGinnie, setzt sich durch, findet Scocco, Seitfallzieher, 3-3. Die Partie war wieder offen und es waren ja noch 20 Minuten zu spielen, um das Ding vor einer Verlängerung zu entscheiden. D'Alessandro fasst sich ein Herz, findet McGinnie, der ist frei durch. Aber am Ende schießt er ihn leider Gottes doch ein ganz kleines Stück drüber. Und so bleibt es erstmal beim 3-3. Und wir mussten weiter zittern, ob wir gewinnen, ob wir in die Verlängerung müssen, ins Elfmeterschießen oder ob uns der Gegner vielleicht mit noch einem seinem vierten Konter quasi einen tiefen Stich ins Herz rammt. Aber wir gehen tatsächlich 4-3 in Führung. Partie ein weiteres Mal gedreht. Scocco in der 75. Das 4-3, wie gesagt. Und jetzt war natürlich ganz viel Platz dagegen, er musste aufmachen, musste natürlich irgendwie ein Tor erzielen. McGinnie mit dem Solo, Ball wird pariert, Masuku holt sich den Ball nochmal, aber die Flanke ist dann nichts mehr. Aber es ist, sollte sich nichts mehr ändern, 4-3, knappe Kiste, gewinnen wir am Ende diese erste Runde im Pokal.
und können damit hoffen, dass wir einen Pokalrun starten können, der nicht unwahrscheinlich ist, aber mit dem Team sollten wir auch erstmal versuchen, irgendwie natürlich, was funktioniert denn mit dem Team. Aber wir haben direkt gewechselt, weil ich gerade Scheiße gelabert habe, tut mir leid. Aber wir haben direkt gewechselt, das Team, Masuko und Co. Es waren ja quasi zwei Spiele, die das Bundesliga-Team jetzt schon Pause hatte, denn das erste Spiel wird ja auch als Ganzes, wurde aus ganzes Spiel so halb gewertet, zumindest indirekt für die Spieler wurde es als Spiel gewertet, deswegen ist die Fitness da hochgegangen und im zweiten Spiel waren alle wieder topfit. Also sind wir aufs Bundesliga-Team gewechselt, Pokalrunde Nummer 2 gegen den Wiesbaden VfL-Spieler und er hatte Mandzukic und Schuff, vorne drin, na klar, wie noch sonst. Diesmal die normale 4-4-2. Wieder mit Hermann auf links, wie gesagt, linke Mittelfeldspieler und so. Sam auf rechts, Mandzukic und Sam vorne drin, dahinter Boateng und Bender. Also auch ein starkes Bundesliga-Team, keine Frage. Erste Chance, Mkhitaryan 1-0, auch wieder einer von diesen überpowerten Abprallern, aber naja, gehört anscheinend leider zum Spiel dazu, muss man akzeptieren, egal auf welche Seite die Tore dann fallen. Dann ist Gustavo auf Cutlets 2-0 und hier ging es Schlag auf Schlag. Ich fand, das war ein wunderschöner Treffer, aber einfach aus dem Grund, die Flanke mit dem Kopfball danach perfekt gegen die Laufrichtung. Sah einfach ziemlich geil aus, finde ich. Musste nicht so sehen. Ich meine, Kopfballtore sind nie was Schönes, aber ich finde einfach manche Tore dann doch ästhetisch und gucke sie mir ganz gerne nochmal an. Ne? Außerdem dachte ich, es wäre abseits, deswegen war ich ganz froh, als der Ball dann als dann unten Kartlitz stand und ich sagen konnte, der Treffer zählt. Ja, dann bringt Boateng den Gegner wieder heran. 1-2 nur noch und es schien nochmal eng zu werden. Shaqiri nur an den Pfosten. Nach der nächsten Ecke kommt der Ball aber diesmal zu Subotic und der sorgte wieder mal für klare Verhältnisse. 3-1. Und jetzt sah es schon sehr, sehr gut aus, dass wir ins Halbfinale des Pokals einziehen könnten. Denn der Gegner kam nicht so zum Zug wie der letzte Gegner mit Juve. Und von daher, nicht ganz so schlimm wie das letzte Spiel. Shaqiri, Doppelpass, Philipp, der setzt sich durch, das Cutlets und da ist das nächste Tor 4-1. Und das war natürlich jetzt schon längst die Entscheidung, 70. Minute. Da sollte er nicht nochmal zurückkehren. Clemens findet da nochmal Mkhitaryan, der setzt sich durch. Außenrisspass, Van der Vaart und der Ball landet irgendwie nochmal bei Cutlets. Nachdem der Keeper noch halten, den Flugkopfball noch halten konnte, kann er den nächsten Ball nicht mehr halten. Und das war's dann. Danach hat er gegen den Controller weggelegt. Ich habe auch nicht mehr weitergespielt. Ich meine, ich hatte meine 5 Tore. Mehr geht er an sich nicht für den besten Bonus. Und ja, Dreierpack von Cutlets und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Episode angelangt. Wir stehen im Halbfinale des Pokals und das auf jeden Fall verdient. Und wie es weitergeht im Pokal und sonst sehen wir alles in der nächsten Episode. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich gerne über eine Bewertung von euch freuen. Und dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Ich würde sagen, bis dann, Leute. Tschüss.